Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist gleich 12 Uhr, Zeit für die 18er Rangliste. Und gestern um 23:15 Uhr, nachdem ich vom Vereinsabend nach Hause gekommen bin, habe ich die Idee gehabt, noch eine Rangliste zu spielen. Und diese Rangliste war so ein kleines Unglück. Ich habe null gespielt, also plus minus null. Wie ist das passiert? Ich habe hier mal das erste Spiel, was ich bei Spiel Nummer 2 bekommen habe. Ich bin in Vorhand. Ihr seht hier, passe, passe. Ich habe eine ganz gute Ausgangskarte. Pik Ass, 10 König, Lusche, Kreuz Ass, Karo 10. Und ich finde sogar noch einen Buben im Skat und habe jetzt meiner Meinung nach eine sehr starke Karte. Ich bin Ausspieler mit 6 Trümpfen, 6 starke Trümpfe. Noch ein Ass dabei und eine 10 gedrückt, wo ich nur die Lusche in der Hand habe. Aber ihr werdet sehen, dieses Spiel ist nicht zu gewinnen, und zwar weil Hinterhand kein Kreuz hat. Also ich spiele aus, einen Buben, komme in Mittelhand und jetzt kommt Kreuz Lusche. Ich habe hier überlegt, ob ich mit der Lusche drunter bleibe. Ändert überhaupt nichts. Jetzt passiert Folgendes: Es wird Karo gespielt, Karo Ass Übernahme, zweimal Kreuz nach und ja. Jetzt hatten sie das Ding schon gewonnen. Einen Trumpfstich habe ich jetzt nicht mehr abgegeben. Die restlichen Trümpfe saßen verteilt. Alle Vollen sind an mir vorbei geschleust worden, bis auf meine Trumpfvollen natürlich und mein gedrücktes Volles. Ihr seht, hier bleibt nicht mehr viel übrig und dieses Spiel war nicht zu gewinnen. Ja, denke ich, naja, kann ja passieren. Ist ja nicht weiter tragisch. Ist ja erst Spiel 2. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. So. Diesmal bin ich hier in Hinterhand und spiele ein Kreuz nach Skataufnahme. Ich kriege das Spiel bei gereizten 20. Also die Gefahr sehe ich natürlich eher im Herz als im Kreuz oder Pik. Ich habe in drei Farben fünf Trümpfen. Also ich kann tatsächlich, hätte ich Herz spielen können, ich hätte Pik spielen können, ich hätte Kreuz spielen können. Aber wie ihr seht, habe ich mich natürlich dann für den Kreuz entschieden bei 20. Sieht man natürlich die Gefahr im Kreuz am wenigsten, aber genau da standen fünf Trümpfe gegen und das war natürlich auch mein kleiner Untergang. Es kommt hier Herz raus, blank, ne? Da habe ich natürlich auch die Gefahr gesehen bei einer 20er Reizung und jetzt habe ich hier zweimal von oben gezogen und dadurch war das Spiel natürlich nicht mehr zu gewinnen für mich. Ja, er hat jetzt hier gleichen Trumpfstand wie ich. Und ich habe hier, ihr seht hier alle Vollen auf der anderen Seite, gar keine Chance mehr, dieses Spiel noch nach Hause zu bekommen. Ja. So, da stand ich also 0 zu 2. Und ja, jetzt, wir können uns mal die Liste angucken. Dann kam erstmal nichts mehr. Nachdem ich 0 zu 2 stand, ach doch, ein Grang einfach habe ich noch gekriegt. Das war auch mehr so ein Wutgrang. Den können wir uns vielleicht auch noch mal angucken. Spiel Nummer 9. Da habe ich dann in Hinterhand eigentlich nur einen Pik. Ich kriege das Spiel bei 18 und habe jetzt gesagt, nee, also mit 5 Vollen, 20 gedrückt, spiele ich den Grang. Da spiele ich jetzt nicht diesen Pik, vielleicht nicht mal Schneider, sondern ich habe dann diesen Grang gespielt, 20 gedrückt. Ist natürlich idiotisch, aber das ist so aus der Emotion heraus, dass ich mich dazu entschlossen habe, diesen Grang zu spielen. Und der ging glücklicherweise gut. Es kam Pik raus, dann kam Kreuz raus. Kreuz kam dann sogar der Überstich. Ne? So wusste ich zumindest, dass die Jungs verteilt sind. Jetzt kam der Einschub in Herz. Ich konnte einen Jungen abziehen und dann brauchte ich ein Bild noch. Ein Bild brauchte ich in Karo und da hier die Karo Lusche gefallen ist, musste ich die Dame kriegen. Somit hatte ich das Spiel gewonnen. Aber ich habe Dame und König gekriegt und ja, dann den Grang einfach gewonnen. Ja, aber jetzt musste ich tatsächlich warten bis Spiel 17 für mein nächstes Spiel. Ich habe die ganze Zeit wurde hier nur Grang, Grang, Grang gespielt. Und ja, dann kam ich tatsächlich bei Spiel 17. Nochmal bei 18 ans Spiel und diesmal dachte ich, naja, wenn wieder 5 Trümpfe gegenstehen oder ein Assabstich kommt, verlierst du das Spiel wieder. 6 Trümpfe mit 2 Asse und 10 gedrückt, ja, so ähnlich. Von der Stärke her fehlt hier die Trumpf 10, wie das erste Spiel, was ich gespielt habe. Und ja, diesmal stand alles glatt. Und
Ich habe das Spiel ganz normal gewonnen, konnte hier sogar abwerfen, am Ende 80 Punkte bekommen und ja, das Spiel gewonnen. So, das letzte Spiel bin ich nochmal in Hinterhand, habe eine Menge vollen, kriege das Spiel wieder bei 18 und habe jetzt hier auch kurz über den Grang nachgedacht bei diesem Spiel, weil ich ja wieder 1, 2, 3, 4, 5 Volle und Kreuz Junge habe. Aber mir ist keine vernünftige Drückung eingefallen, die ich hier hin hätte legen können. Also vielleicht Herz Ass 10, aber irgendwie so richtig oder Pik 10 König. Es war jetzt hier nicht so richtig was. Und deswegen habe ich mich dann zu entschlossen, dann ganz den Herz zu spielen. Ich hatte kurz auch drüber nachgedacht, Herz 10, Pik 10 zu drücken und den Karo zu spielen. Aber wie gesagt, habe mich dann für den Herz entschieden und das war auch gut so. Karo Ass kommt gleich raus, Karo 10 wird abgestochen, aber die 9 war jetzt hoch, das war eigentlich gar nicht schlecht. So, jetzt konnte ich Pik Ass stechen, war auch super. Dann habe ich Trumpf von unten gespielt, jetzt werde ich in Karo wieder eingespielt. Er sticht nicht, warum, weiß ich nicht. Also, ich hätte den verstochen, um in Trumpf zu laden. Er hat jetzt nicht gestochen, musste jetzt Trumpf nochmal mitbedienen. Jetzt konnte ich Kreuz abwerfen und dann hatte ich Rest und hatte am Ende mit 79 gewonnen. Und am Ende war diese Liste bei 0. Einer hat übrigens in der Liste über 1000 gespielt. Der Elblotz C87 hat hier 9 zu 0 gespielt, 1000. Ihr seht das hier, Grang Schwarz bei Spiel 3, nochmal Grang Schwarz bei Spiel 2. Und ja, da dachte ich mir, wow, innerhalb von 3 Spielen 2 schwarze Grangs, das habe ich, glaube ich, selten gesehen, wenn überhaupt. Und ja, auch Spieler 2 konnte hier noch ganz gut performen mit 498, mit 4 zu 0 Spielen. Aber ich war der Einzige, der verloren hat und mit 3 zu 2 Spielen am Ende 0. Ja, das hat dazu geführt, dass mein Schnitt jetzt auf 525 ist und ich wieder angreifen muss. Ne? Wir sehen uns also gleich wieder, sobald die Karte verteilt ist. So, wir sind am Tisch. Das erste Blatt sieht schon mal ziemlich gut aus. Ein Kreuz einfach. Vielleicht zur Not auch Sehen. Hand. Mal gucken, ob wir das Spiel kriegen bei 24. In Hinterhand. Passe. 20. Ja, 22. Passe. Bei 22 kann ich noch reingucken. Ist natürlich eine komische Reizung. Also entweder hat er Herz oder er hat Pik gereizt. In beiden Fällen nicht so schön. Also tendenziell würde ich sagen, hat er eher ein Pik gereizt. Ein Herz, eher ein Herz. Weil Pik hätte ich ja selber. Oh, er hat tatsächlich alle Piken. Okay, jetzt hat er hier geschnitten. Dann kriege ich auf jeden Fall die Pik 10. Und das Herz Ass noch. Ja, also er hat wirklich einen Pik gereizt. Krass, ich hatte 6 Trümpfe dagegen. Heftig. 18. Passe. 20. Passe. Ja, hier mache ich die kleinste Reizung, damit ich auch noch jede Farbe spielen kann, egal ob ich Karo finde, Herz Null. finde. Ouvert. Keine Chance, hier diesen Nulle Wert zu legen. Mal gucken, was lag. Ob ich glaube, die einzige Karte wäre Kreuz Junge, wo wir da Passe. einen Erfolg im Skat haben. Ja, ein super Grang. 18. Also Ja, ein ganz toller 18. Start hier in die Liste. So, wir drücken 20, würde ich sagen. Ja, das macht das Spiel sehr Grand. solide. Ich bin mal gespannt, ob sie hier schneiden. Auf Peak.
Das wird nicht geschnitten. Hätte ich auch die 10 oben lassen können. Ja, dann haben sie jetzt schon, sind sie jetzt schon aus dem Schneider raus. Passe. Hätte ich die Pik 10 oben gelassen, wäre Schneider gewesen. Ja gut, im 18. Lauf drauf heißt es so schön. Ja. Aber mehr als 18 sage Passe. ich hier tatsächlich auch nicht. Das ist so eine ja, Null Anreize. Auvers. Schon wieder Nulle, wäre fast die gleiche Karte. Mal gucken, was diesmal drin lag. Zwei Asse, oh. Vorhin, ja, da hätte ich doch ein gutes Spiel gehabt, Passe. ne? Zwei Asse im Skat. 18. Ja, passe. Karo. Vier Trümpfe dagegen. Gucken, ob hier jetzt Karo Bube kommt, ne? Dann können wir jetzt hier den Herzbube legen. Ja, Trumpf. Ja, bei Pik spielen wir ihn auf jeden Fall ein, deswegen spielen wir Herz. Wird auch bedient. Der Wechsel auf Kreuz. Ah, okay, ich komme wieder ran. Er hat keinen vollen mehr. Ja. Hat 10 gedrückt. Achtzehn, passe, passe, Kreuz, Spielen wir mal gleich die 10 blank. Er hat ja vorhin auch nicht geschnitten, dann wird er jetzt auch nicht schneiden. Er ist nicht so. Es gibt Leute, die schneiden generell immer, dann gibt es Leute, die schneiden generell nie und dann gibt es Leute, die schneiden ab und zu. Also ich glaube, die meisten sind eher dazu geneigt, bei jedem Blatt zu schneiden. Es wird wahrscheinlich eine kleine Mehrheit sein, als also sobald die Karte sich zum Schneiden anbietet. Also sowas wie Ass König oder Ass Lusche. Fünfundzwanzig, 35, 38. Ja, Karo hat er nicht. Nochmal Pik, 45. Wieder gestochen. Fünfundfünfzig. Ja. Jo, das war meine Hoffnung, dass hinten noch ein Bube steht. Und genauso ist es gekommen. Wenn er den Kreuzjunge nimmt, machen wir keinen Stich mehr. Aber das Passe. weiß er natürlich nicht. 18. Passe. So, Kreuz Ass im Skat. Okay. Drücken wir zwei Herzen, vier gedrückt. Karo. Sieht zwar optisch nicht schön aus, die Karte. Aber. Also mit Herz und Kreuz. Ja, jetzt wird der über. Oh, es kommt der Farbwechsel. Das ist sehr überraschend. Hier spiele ich einmal oben, unten. Bin ich ja sehr froh, dass der Herz nicht weitergekommen ist. Ne? Aber es kann sein, dass der hinten von der Herz 10 zu dritt ausgespielt hat. 18. Und Herz Ass vorne blank Passe. stand. Passe. So, Pik Bube im Skat. Okay, wir spielen auf jeden Fall den Karo. Und ich drücke mal hier beide Bilder. Macht man normalerweise nicht, aber. Karo. Man hält sich zwei Asse blank und hält dann ein Ass zu dritt, aber ich habe mich jetzt mal für beide Bilder entschieden. 18, 33, oh, fünf Trümpfe gegen.
35, der wird jetzt schwer zu gewinnen sein. 46. Ja, ich komme wieder in die Mitte. Neunundfünfzig. Ah, toll. Fünf Trümpfe gegen. Ach, Passe. das ist. Und ich habe wieder von oben gespielt. Wenn 18. ich nicht von oben spiele, werde ich den auch gewinnen. Ich bin so ein Depp. Ja. 20. Ja. Passe. Dafür habe ich jetzt zum Grand gefunden. Grand. Ärgerlich, dass ich immer gegen fünf Trümpfe laufe. Karo zu dritt, ist auch blöd. Kommen sie aus dem Schneider. Passe. 18. Passe. Junge Ass im Skat, naja. Sollten wir da einen Grang mitspielen? 14 gedrückt, ich glaube schon. Grand. Karo 10 blank ist ja schon der Sieg. Schneider sogar. Oh, ich krieg 18. gute Karten, aber nach der Null gestern war das Passe. auch Passe. zumindest angedacht. Gute Grand. Findung, 13 gedrückt. Drei Grands in Folge ist auch sehr selten. Mal gucken, wenn er Kreuz klein ausspielt, werde ich Herz abwerfen. Kreuz volle steche ich natürlich. Ich ziehe keinen Buben. Ich mach mal kurz Pause. Oh nein, der ist Spieler 3 schon wieder da. Also wenn er jetzt Karo oder Pik spielt und der nicht abgestochen wird, ziehe ich einen Buben. Ich habe ja auch noch zwei Kreuz gedrückt. Ja. Er wird gestochen. Ja, okay. Wird gestochen. Dann spielt er unter Ass. Aber der hat ja keinen Buben mehr. Der hat unter Ass gespielt, da bin ich mir ziemlich sicher. Tja, Schneider ging nicht. War ja gut, dass wenigstens der Kreuzbube gestochen hat und nicht der Karobube. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. 27? Passe. Herz. Hand. 27. Da wird wohl eine Karo-Reizung sein, ja. Ist auch so. Herzhand, er hat kein Karo. Dann wird er wohl ein Kreuz haben. Deswegen kann ich Kreuz Ass nicht reinhauen. Ja, sag ich doch. Ja, Karo hat er. Ne, Kreuz kann er nicht mehr haben, da ist keiner mehr. Liegt im Skat. 18. Passe, passe. 18 hätte ich jetzt tatsächlich auch noch gesagt, wenn Mittelhand gepasst hätte. 5 Trumpf in Herz, 5 Trumpf in Karo. Aber hier 20 zu sagen, mir den Karo wegnehmen und Pik. kein Ass in der Beikarte, es ist eigentlich kein Spiel, aber weil die Karte einfach gut läuft, 13.
27. Ach, der sticht beide Farben. Der hat nur Kreuz und Trumpf. Krass. Er sticht Karo, er sticht Herz. Passe, passe. 18. Kreuz. Er sticht immer die Asse. Es ist nicht mehr normal. Oh, jetzt könnte es mal umgekehrt sein, dass ein Ass von ihm gestochen wird. Ja, trotzdem hat er das Ding natürlich souverän gewonnen. Passe. 18, ja. 20, passe. Ja, ich glaube, es gibt auch Phasen, wo ich die Karte auf Herz-Hand reize. Peak. Aber diesmal endlich ging mal ein Ass durch. Aber auch nur eins. Er hat gar kein Ass. Boah, ist der wieder stark. Ist der wieder stark. Ist ja Wahnsinn. 18. Passe, passe. Nur Karo und Trumpf. Karo blank ausspielen hat ihm natürlich geholfen, hat ihm die Kreuz. Karte stark gemacht. Er legt diesmal gar keinen vollen rauf. Das war wahrscheinlich, weil er wenig Trümpfe hat. Ein Trumpf nur, ja, es war jetzt nicht so geil. Dadurch waren wir relativ 18. chancenlos. So, nochmal ein Grang hier. Passe, passe. Ich krieg's bei 18. Find auch noch zwei gute. Ja. Falls hier lang Karo steht und zwei Buben, drücke ich mal vorsichtshalber einen Vollen mit runter. Ich meine, Grand. die Schneiderchance ist immer noch theoretisch da, wenn eine von meinen Farben rauskommt. Aber so habe ich vier Luschen zum Abwerfen. 13, 28. Ja. Jetzt kommt Karo. Kann ich viermal abwerfen. Oh, es kommt kein Karo. Sehr ungewöhnlich. Karo habe ich gestochen. Wieso hat er denn kein Karo mehr gespielt? Hä? Das habe ich ja nun gar nicht verstanden. 18. Passe. So, Spieler. Passe.
Ich habe gedacht, deswegen hat er mir einen Jungen abgezogen, um Karo zu spielen. Pik. Er sticht nicht, er wirft Herz weg. Das ist heftig. Ja, haben wir nochmal ein Spiel umgebogen. 707 bin ich zufrieden mit. Dann können wir uns jetzt langsam auf die Weltmeisterschaft konzentrieren, die um 14 Uhr startet. Wir rechnen nochmal schnell den neuen Schnitt aus. Der ist natürlich immer noch schlechter. 707 plus 11.043 gleich geteilt durch 22. 534. Na gut, das war's dann von meiner Seite. Ich sag tschüss, bis später zur Weltmeisterschaft. Macht's gut.